Die ganze Familie ist mit Goldi zum Aquarium gefahren. Hoffentlich finden wir einen Freund für Goldi. Das glaube ich ganz sicher, Peppa. Im Aquarium gibt es alle möglichen Fische. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, wie viele Karten braucht ihr? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und ein Fisch, bitte. Fische zahlen nichts. Gibt es hier im Aquivarium denn alle Sorten von Fischen? Oh ja, wahrscheinlich. Gut, wir suchen nämlich einen Freund für Goldi. Dann hoffe ich, ihr findet einen. Viel Spaß im Aquarium. Danke. Im ersten Raum gibt es Becken voller kleiner Fische. Fischi, boah, das sind ja Millionen Babyfische. Fischi, Fischi, Fische, keiner schwimmt allein. Wer will denn der Fischi-Freund von meiner Goldi sein? Könnte einer von denen Goldis Freund werden? Nein, die sind viel zu klein. Wir gucken mal nach den Fischen im nächsten Raum. Okay. Da ist Molly Mietze mit ihrer Familie. Hallo, Molly. Hallo, Peppa. Miau. Was machst du denn hier, Molly? Wir kommen ganz oft hierher. Das ist besser als Fernsehen gucken. Wir lieben Fisch. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldi, den Fisch. Oh, was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Papa Wutz, da ist ein Fisch genau vor deiner Nase. Wo? Es ist ein ziemlich großer Fisch. Wow. Meinst du, das könnte ein Fischfreund für Goldi sein? Nein, der ist zu groß. Macht nichts. Kommt, wir gehen zum nächsten Raum. Was ist in dem Becken? Claudia. Peppa und Schorsch machen Urlaub. Sie packen ihre Koffer. Das kann aber nicht alles mit. Aber wir brauchen doch unsere Spielsachen, Papa. Packt nur die wichtigsten ein. Okay. Also ich nehme Teddy und Schorsch nimmt seinen Saudia. Mama Wutz packt einen großen Koffer für den Urlaub. Boah, das ist aber eine Menge Zeug, Mama Wutz. Meinst du, wir brauchen das alles? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Okay. Da ist Luzi Locke. Hallo, Peppa. Kommst du raus spielen? Ich kann heute leider nicht, Luzi. Wir fahren nämlich in den Urlaub. Oh, wo fahrt ihr denn hin? Keine Ahnung. Irgendwo, wo es Urlaub gibt. Das klingt gut. Oh, Oma und Opa, was macht ihr denn hier? Wir kommen doch wegen Goldi, dem Fisch. Wir kümmern uns um Goldi, solange du im Urlaub bist. Hier ist Goldi. Aber fütter sie nicht so viel, Oma. Okay, Peppa. Da kommt Herr Bulle mit seinem Taxi. Er bringt Peppa und ihre Familie zum Flughafen. Hallo, Papa Wutz. Lass mich doch den Koffer für dich nehmen. Oh, ist der schwer. Seid ihr sicher, dass ihr das alles braucht? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Tschüss. Da ist der Flughafen. Wiederschauen. Wunderschönen Urlaub wünsche ich. Dann wäre ich gern... Eine Pflaume. Fertig. Peppa hat ein Tombola-Fass. Aufgepasst, reingefasst und Glück gehabt. Hallo, Peppa. Hallo, Herr Bulle. Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ich bin ein Apfel. Oh, möchten Sie auch bei der Tombola mitmachen? Gerne. Was muss ich tun? Ziehen Sie sich einfach einen Preis aus dem Fass. Jeder ist ein Gewinner. Herr Bulle hat ein Püppchen gewonnen. Darf ich auch mal? Frau Mietze hat einen Bagger gewonnen. Oh, wollen Sie nicht tauschen? Nein, danke. Herr Bulle und Frau Mietze mögen ihre Gewinne aus dem Tombola-Fass. Und jetzt aufgepasst!
Freddy Fuchs veranstaltet das Mama- und Papa-Rennen. Dankeschön. Das viele Geld ist für unser schönes neues Dach. Ich bin ziemlich gut im Rennen. Es ist aber kein Rennen, Papa. Es ist Sackhüpfen. Oh! Du musst in diesen Sack reinsteigen und darüber hüpfen, klar? So schnell wie du kannst. Klar. Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh. Sie sind hingefallen. Oh. Und schon sind sie wieder auf den Beinen. Oh. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Ja, sehr viel Spaß. Aber wirklich, wir müssen den Kindern danken für ihre viele harte Arbeit. Danke, Kinder. Und wir haben auch genug Geld zusammenbekommen für ein schönes neues Dach. Hurra! Hurra! Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Achtung, gleich kracht es gegen die Brücke. Die Brücke wird nach oben geklappt. Die Tower Bridge wird hochgeklappt, damit große Schiffe hindurchfahren können. Gut, jetzt wo das Schiff weg ist, können wir weiterfahren. Bitte senken Sie die Brücke. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, aber da kommt noch ein zweites Schiff. Was zu viel ist, ist zu viel. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Alles festhalten, bitte. Der Bus schwankt auf der Brücke. Und was sollen wir jetzt tun? Nur die Ruhe, liebe Kinder. Ich habe eine sehr gute Idee. Bewegt euch alle zum vorderen Busende. Okay. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, danke. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ach, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Piep, piep, piep. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hör zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Also ich fühle mich müde.
Ist der Apparat etwa schon wieder kaputt gegangen? Oh nein, das ist Musik. Sie erinnert mich an einen herrlichen Garten, an einem heißen Sommertag, einen jungen Mann mit einem gebrochenen Herz. Können wir bitte wieder die Weltraummusik hören? Das war keine Musik, das war der kaputte Apparat. Gefällt euch diese Musik nicht? Nein. Madame Gazelle, können Sie den Apparat noch mal kaputt machen? Nein. Stopp! Aber Herr Bulle, was machen Sie denn mit unserem Spielplatz? Wir buddeln ihn auf! Herr Bulle liebt es zu buddeln. Hallo! Papa, warum bist du denn auch hier? Ich arbeite mit Herrn Bulle. Oh. Es sieht so aus, als würde Herr Bulle die meiste Arbeit machen. Herr Bulle baut den Spielplatz nur. Ich mache die harte Arbeit, nämlich die Planung. Das funktioniert aber nur mit Wissenschaft. Das scheint mir sehr interessant zu sein, Papa Wutz. Ist es auch. Könnten Sie den Kindern vielleicht etwas von dieser Wissenschaft beibringen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Fangen wir erst mal ganz simpel mit einem Experiment an. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 1. 100. 1000. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung. Aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit 2 Kindern. Hoch? Sie ist wirklich sehr schwer. Auch 2 Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit 3 Kindern. Hoch! Hurra! Man braucht 3 Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein 2. Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Hallo, Luisa. Hallo, ihr alle. Freut ihr euch schon auf das Eiersuchen? Ja! Achtung, fertig, los! Wartet! Stopp! Warum? Ihr müsst warten. Der Osterhase hat die Eier noch gar nicht versteckt. Oh. Wann kommt der Osterhase denn hierher? Sehr bald schon. Gut, wir warten. Der Osterhase ist sehr scheu. Er wird nicht kommen, wenn ihr zuguckt. Okay, wir machen die Augen zu. Nicht winken. Ich höre schon etwas. Das ist der Osterhase. Nein, ist es nicht. Es ist nur mein Papa. Da kommt Herr Löffel. Hallo zusammen. Was macht ihr Lieben denn alle hier? Wir sind zum Ostereiersuchen gekommen. Oh. Ich hoffe sehr, der Osterhase kommt jetzt auch bald. Oh ja, ich auch. Ich schaue gerade mal nach meinem Karottenbeet. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Oh ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Banjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Oh ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer.
Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum, bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum? Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Boah. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute, nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke, wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi-Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer. Machen wir. Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. Eins, zwei, es drei, gibt nicht viele Verstecke vier, auf der Pirateninsel. Fünf. Seid ihr schon versteckt? Ich komme. Hab euch. Oh. Aber wo ist George? Opa Clef kann George nirgends finden. Ich geb's auf. Wo ist er? George hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger George. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mimmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Oh. Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Oh. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zu arbeiten. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mimmel. Frau Mimmel ist krank. Ich werde Ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mimmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Luzi Locker hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst, ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen, Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mimmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Mama, Papa, es ist Weihnachten. Was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa! Keine Panik, alle Mann an Deck! Es ist Weihnachten. Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Mandarine.
der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und George haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht... Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie! Dieses hier ist für George. Es ist eine Autorennbahn. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin. Auf geht's! Achtung, fertig, los! Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste. Ho, ho, ho! Hallo alle zusammen! Hallo Weihnachtsmann! Wart ihr denn alle brav? Ja! Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja! Und du? Hohoho, natürlich! Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Xylophon. Ein Hütchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug, bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug, den ich richtig fahren kann. Mit richtigen Passagieren. Hoho, mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung, wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh ja. Wie alt bist du? Hoho, ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft, wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück. Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja! Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra! Aber ich muss das Matschepfützenspringen erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützenspringens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützenspringanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa? Diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe... Ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ich hab sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützenspringen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützenspringen zu sehen. Was jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra!
Lasst mal sehen, habt ihr auch alle eure Turnsachen an? Pedro hat ein Superheldenkostüm an. Pedro, wo ist dein Turnzeug? Das ist zu Hause. Ich dachte doch, wir verkleiden uns heute. Mir nach, Kinder. Hier in der Turnhalle machen auch die Mamas und Papas Sport und haben viel Spaß dabei. Und, habt ihr alle Spaß? Ja, Madame Gazelle. Euer Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel. Wo ist er? Hallo, Kinder, seid ihr bereit für das Training? Ja, Opi Mümmel. Müssen wir das etwa auch machen? Nein, das ist nur was für große Sportler wie mich. Nichts für kleine Abenteurer wie euch. Wir sind keine Abenteurer. Ich mache Abenteurer aus euch. Aber du siehst ja aus wie ein Superheld. Ich tue nur so, als ob. Nur so tun? Das ist gut. Also, zuerst aufwärmen. Alle Mann auf der Stelle rennen. Und mit den Armen wedeln. Jetzt strecken! Strecken! Und wackeln wie ein Pudding! Und stopp! So, jetzt sind wir alle warm, jetzt können wir anfangen! Anfangen? Womit? Mit dem Abenteuer! Stellt euch vor, dieser Raum wäre ein gefährlicher Dschungel! Hier sieht's nicht aus wie im Dschungel. Wo sind die Bäume? Die müsst ihr euch vorstellen. Die Bäume, den Regen, den reißenden Fluss direkt vor euren Füßen. Euer erstes Abenteuer ist, auf diesem Balken den reißenden Fluss zu überqueren. Das ist einfach. Es ist dunkle Nacht und es ist sehr windig. Was? So war es jedenfalls bei mir. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich, nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Psst, hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, also nur ein Erwachsener. Achtung. Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte! Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Pieksenadelnudel. Pieksenadelnudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pass auf. Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihm ja nichts von unserem Geheimclub. Hallo. Oh, Frau Locke, da sind Sie ja. Wie steht's? Geheimclub. Oh nein. Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papa-Didel-Dudel-Damm. Papa-Didel-Dudel-Damm? Du bist drin. Und was mache ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama, aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Geheimclub? Oh. Ahoi, Opa Wutz. Herrlicher Tag zum Schipper. Ja, ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ich stehe grad drauf. Hoho, ist es gesunken? Tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde.
Fang auf, Captain! Ei, ei, Skipper! Opa Kleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opi Mümmel! Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich, ich muss den Schaden gerade mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Hallo Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Oh, das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Hallo Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist Schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht so viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an, ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Mickey, Macky, Boo, Ba, Boo. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut, dann mach du's doch mal. Dann machen wir es alle. Wir zeigen es meiner Mama. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Ich habe eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran, die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so. Ich habe einen Tambourin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln, etwa so. Oh! Ich habe eine große Trommel. Ah, die Basstrommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das Molly nennt man Giro und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Wow. Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die? Das sind Maracas. Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Olé! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh. Nein, mach einfach das Klickedi-Klack-Geräusch. Ah, Luisa hat sich die Becken ausgesucht.
Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung! Fertig, los! Stopp, stopp, stopp! Das ist keine Musik, das ist nur Krach. Jeder kann bum, bum, bum. Aber zum Musikmachen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. In dem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Beeren dran. Schlauer Opa! Aber die besten Beeren wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornbusch. Genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen, der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. 3 Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt 2 Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir 2 Klingeln gegeben. Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in sein Laster? Er hat darin einfach alles. Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja, woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass Papa, man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah, danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh! Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp! Wer zuerst an Peppas Haus ist. Achtung, fertig, los! Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra! Boah! Der Regen hat alles überschwemmt.
Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matschepfützen, ich komme schon. Hui! Ja. Oh, wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi auch! Ein wunderbarer Tag zum Schippern. Ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Guck mal, da ist Luzi Lockes Haus. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade bitte. Schokolade! Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Ich helfe gerade meinen Opa. Wir retten Leute vor dem Wasser. Großartiges Wetter für sowas. Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic. Zeitung, Comic! Chloe, Chloe! Chloe! Oh, Chloe! Hey, ihr! Das hier sind meine Freunde, Elmar Archon und Belinda Bär. Ihr könnt mich Elle nennen, Abkürzung für Elmar. Und ich bin Belle, Abkürzung von Belinda. Ich bin Peppa. Wir nennen dich Pep. Oh, und das ist Josh. Wir nennen dich Sch. Oh. Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloe. Ich bin noch kein Baby. Aber ihr seid beide klein. Ich bin ein großes Mädchen. Josh ist klein. Wollen wir zusammen was spielen? Ja, komm. Wir spielen Verstecken. Wir spielen doch keine Babyspiele mehr. Wir sind fast erwachsen. Wie wär's mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest. Und wo ist dabei das Spiel? Du darfst nie sagen Ja oder Nein. Baby, einfach. Also sollen wir anfangen? Ja. Haha, du hast Ja gesagt. Das ist nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Belle, bist du so weit? Ja. Haha, schon wieder gewonnen. Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel. Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich. Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle? Macht mir nichts aus. Sagst du überhaupt irgendwann noch mal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum. Ich gebe auf. Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht. Ich sage einfach nie Ja oder Nein. Ha, gewonnen. Du hast Ja und Nein gesagt. Das war lustig. Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen. Hört sich genauso an wie Versteckenspiel. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh.
Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig, eine Tasse. Boah! Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du's mal versuchen? Ja, bitte! Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wurbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui! Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui! Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha, Wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Oh, es ist für dich, Peppa. Emily Elefant ist dran. Hallo? Hallo, Peppa. Kommst du auch zu Edmunds Party als meine Freundin? Oh ja, gerne. Meine Mama hat gefragt, ob wir mit den Kleinen helfen können. Helfen? Ja, klar kann ich helfen. Klausi und Luzi kommen auch zum Helfen. Oh, klasse. Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da. Hallo, Frau Elefant. Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopptanz von euch? Ich! Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung, fertig, los! Kopf und Schulter, Knie und Fuß. Los, jetzt tanzt doch endlich! Susi hier vorne blinzelt noch. Du bist raus. Augen, Ohren, Nacken. Du hast dich bewegt, Schorsch. Du bist raus. Linus und Edmund sind auch raus. Und damit hat Sina gewonnen. Wow. Du kriegst eine Medaille. Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopptanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das wandernde Geschenk. Ja! Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus.
Achtung, fertig, los! Schorsch, gib das Geschenk weiter! Edmund bekommt eine Medaille. Thank you.